Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Synapsia in Medieval Dynasty. Ach ja, der Herbst ist da. In der letzten Folge haben wir wenig erfolgreich die Quest abschließen können, weil die junge Dame sich da schon abends um 9 ins Bett legt, wie alte Leute. Aber das ist alles vergessen, denn unser Sohn ist geboren. In Grüda, unser Sohn Edbert. Wer diesen Namen vergeben hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich war es die Frau, gehe ich mal davon aus. Darf ich vorstellen, unser Sohn. Ist er nicht süß? In den Armen der Mutter, mein Erbe, mein Nachfolger der Dynastie von Synapsia. Ein neuer Tag beginnt. So. Es warten Aufgaben auf uns. Wir haben Quests zu machen. Wir müssen zu Alvin, der sich ja leider gegen die Karriere eines Jägers entschieden hat und für die Feldarbeit. Das finde ich nicht gut. Und wir werden mal ein bisschen Sachen ablegen. Johanneskraut wurde gefragt, warum ich das die ganze Zeit mitschleppe. Das ist der Moment, wo ich es ablege. Und ich will mal ganz kurz die Pfeile ablegen, damit die wieder stacken. So, jetzt ist besser. Und jetzt können wir die wieder ausrüsten. Ist klar. So. Folgendermaßen. Wir haben ja unsere Mutter. Oder nicht unsere Mutter. Die Mutter unserer Kinder in Grida. Die hat ja in der Schenke gearbeitet. Das heißt, wir müssen jetzt jemanden einstellen, der in der Schenke weiterarbeitet. Und wir haben den Handwerker Osmund. Der kann gut Sachen herstellen. Deswegen würde ich sagen, ziehen wir den ab von seiner Handwerkerstelle. Und der wird statt in der Schmiede, wird in der Taverne arbeiten. Als Gastwirt. Und da müssen wir auch nochmal gucken, was der herstellt. Wenn wir jetzt hier auf die Taverne gehen, dann sehen wir, der macht gebratenes Fleisch zu 40%. Das liegt einfach an der Menge an gebratenem Fleisch, den wir haben. Das würde ich jetzt mal kurz ein bisschen abziehen. Und haben wir was mit Kohl? Habe ich gar nicht geguckt. Woran sehe ich? Also unten sehe ich die Ingredienzien. Suppe. Salzfleisch, rote Beete. Kohl, hier. Da müssen wir aber Salzfleisch machen. Das ist nicht gut. Hier, Kohl und Fleisch. Perfekt. Machen wir doch das. Dann ziehen wir hier mal Fleisch mit Soße ab. So 20% lang, damit wir ein bisschen Ausgleich haben. Und dann machen wir die schöne Kohlsuppe. So. Genau. Aldiwei, guck mal, ist auch am Arbeiten. Da hat nämlich die Ingredienzien. Möhren müssten auch bald kommen. Weißt du was? Wir machen einfach, wir sagen komplett Kohlsuppe. So machen wir das. Denn die Felder sind fertig. Da. Der Kohl ist nämlich hier fertig. Er hat das schon alles hier abgeerntet. Hier fehlen nämlich schon die Kohlköpfe. Und somit kann unser neuer Schankwirt kann hier den Kohl vergeben. So, wir müssen mal das Leder loswerden. Das müssen wir mal ins Materiallager tun. Ist das schon bei der Arbeit? Jo, da steht er. Wunderbar. So, dann packen wir nämlich das Leder hier ins Lager. Da haben wir ja genügend Platz. Die 16 Stöcke nehmen wir einfach mal mit. Und wir müssten... Wo ist das drin? Ist das hier drin? Jetzt hat er die Fackeln hergestellt. Jo, wir nehmen die Fackeln mit. Genau. Die Fackeln nehmen wir jetzt mit ins Dorf. Werden die erstmal verkaufen. Die hat er ja hergestellt in der Zeit. Und... Wir laufen jetzt ins Dorf, wenn wir uns gewaschen haben. Lass mal kurz die Hände waschen, damit wir da im Dorf auch gut ankommen. Dann werden wir die Fackeln verkaufen und werden mit Alvin sprechen, was der zu uns zu erzählen hat. Ach ja, der Herbst, echt schön. Bin schon gespannt, wann wir den Sohn steuern können. Ab wann wir die Möglichkeit haben, den Sohn zu steuern. Das geht ja irgendwie mit V, habe ich gehört. Können wir eigentlich jetzt schon V drücken und legen in den Arm unserer Mutter, unserer Frau? Nein, nicht ganz. Da muss wahrscheinlich rumlaufen, das Balk. So, ein schöner Herbstspaziergang. Ich habe ja gesagt, weniger Schnitt, mehr Gameplay. Es kommen ja jeden Tag Folgen. Deswegen laufen wir jetzt gemeinsam durch den wunderhübschen Herbstwald. Ins Dorf. Ich werde allerdings ein bisschen sprinten. Und dann schauen wir mal, was Alvin uns zu erzählen hat.
Schon einen halben Tag rum. Irgendwie habe ich verbuselt. Und wir müssen uns auf jeden Fall mal dran halten, dass wir nicht vor Jahreswechsel, Saisonwechsel, irgendwelche Quests annehmen. Das war nämlich echt dämlich, dass da schon wieder eine Quest abgebrochen ist. Das ist nicht gut. Ja, was bleibt uns denn zu machen hier im Spiel? Wir können zum Beispiel Hühner züchten. Da haben wir, glaube ich, schon den Hühnerstall. Allerdings brauchen wir da viel Geld. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich uns mal hinstellen und selber Fackeln herstellen. Die bringen nämlich ordentlich Geld. Und wir können dann das Leder und die Stöckchen verarbeiten. Und was müssen wir noch machen? Wir können noch einiges machen. Wir müssen Punkte machen. Ja, guck mal, das Dorf erwacht. Und wir brauchen eventuell noch Mitarbeiter, oder? 3, 2, 1, 3, 3, 1. Das ist ja nicht so überzeugend. Die junge... Ach, Güte. Die kann ja gar nichts oder nur sehr wenig gut. Da bist du ja schon meisterlich hier. Und Wulstan. Meine Ausdauer ist zu gering. Ich stehe im Feuer. Der kann gut jagen und der hat gut Diplomatie. Ich weiß nur nicht, wozu ich einen Mitarbeiter brauche, der gut Diplomatie hat. Wir werden einfach mal hier unsere... Plus 0, okay, das findet er nicht so geil. Harter Job, das findet er gut. Wir werden unsere Zuneigung hier mal ein bisschen erhöhen. Wie ist denn bei dir auf der Arbeit gegangen? 73, okay, den könnten wir jetzt anwerben. Jetzt ist halt die Frage, ob wir das tun sollten. Das überlege ich mir. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir potenzielle Mitarbeiter im Dorf noch haben. Geh mal weg. Moin. Verkaufen. Das können wir aber oben bei dem Bauern auch. Dem werden wir unsere Fackeln andrehen. Und dann gucken wir, was Alvin zu erzählen hat. Wer ist denn Händler? Der hier drin? Oder bist du Händler? Nee, lass mich mal durch. Lass mich doch mal durch. Steht doch nicht hier. Ey! Hallo? Kann ich mal hier durch? Zeig mir mal deine Ware. Pass mal auf. Ich habe für dich gute Sachen. Fackeln habe ich für dich. Ich würde mir mal eine aufheben. 2045 Taler haben wir. Zu unsportlich. Ich komme nicht über den Zaun rüber. Guten Morgen. Wo ist denn der Herr Alvin? Da hinten ist der Herr Alvin. Alvin, pass mal auf. Guten Morgen, Alvin. Hallo, mein Freund. Wieso guckt er mich nicht an? Nun, genau wie am ersten Tag unseres Treffens. Wieso geht's ihm? Du siehst nicht glücklich aus, Alvin. Warum denkst du das? Du musst dir doch nicht so viele Sorgen um mich machen. Bist du dir sicher, dass dies das Leben ist, das du dir wünschst? Nein, aber das ist die, die ich habe. Arbeit meint er wahrscheinlich. Und wie du weißt, liegt noch eine Menge Arbeit vor mir. Ich verstehe. Alvins Geschichte. Okay, wir müssen mit Sambor reden. Wir gucken mal kurz ins Journal. Wenn ich Alvin jetzt anschaue, fühle ich mich schuldig. Für mich war es nur ein Wettbewerb, aber für ihn bedeutet es viel. Um sich zu beweisen. Um zu beweisen, dass er würdig ist. Jetzt ist er einfach wieder zu dem zurückgekehrt, was er am besten kann. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Ich kann ihn nicht einfach so zurücklassen. Ich glaube, ich muss zu Sambor gehen. Vielleicht will er Alvin weiterhin das Jagen beibringen. Okay, wenn wir mit dem sprechen, kriegen wir als Belohnung eine Eisenhacke und eine Sense. Das ist natürlich großzügig. Das heißt, wir machen uns mal auf den Weg in den Norden zu dem Jäger Sambor, dass der ihn da vielleicht noch überzeugen kann, vielleicht doch Jäger zu werden. Das wäre natürlich eine schöne Sache. Mir echt voll leid, ne? Ich, alte Angeber, habe in dem Wettbewerb da ihn abgezogen und das hat ihm seinen Willen genommen, dass er da Jäger sein möchte und jetzt ist er wieder auf dem Feld. Schon ein bisschen blöde Situation. So, ein Stückchen trinken können wir mal. So. So ein Karren wäre super. Die stehen hier überall so demonstrativ rum. Ich hätte gerne in dem Spiel hätte ich gerne Karren. Dann wäre das mit der Arbeit nicht so schwer, das ganze Holz zu besorgen und allen möglichen Kram. Ach, siehst du, ich wollte mir einen Knüppel machen. Das habe ich vergessen. Kann ich einen Knüppel aus der Hand craften? Nö.
Kann ich nicht. Schade. Naja. So, Pfeile mal ausgerüstet. Jo. Bin schon echt gespannt. Wenn wir dann Karren haben, dann können wir viel leichter Material besorgen. Allein in die Mine rein, um dort Eisen rauszuholen aus der Mine. Das wäre schon super. Allein, dass man so ein... Muss ja nicht sofort hier so eine... Wie heißt die Dinger? Trichine? Wie heißen die? Im Bergwerk? Nee, das waren die Dinger, wo du mit so einer Wippe hinherbewegst. Ne? Galore. Ne? Wie heißt das? Das Galore? Ich weiß es nicht. Ihr wisst bestimmt. Dreisine. Dreisine ist dieses, wo man so sich festhält, so ein Hebel, wo man hoch und runter macht, ne? Und eine Lore ist doch das Ding, wo der Kram reinkommt. So, hier. Okay. Hier ist der Trinkschlauch wieder da. So, leckt mich am Trinkschlauch. Das heißt, hier liegt auch irgendwo noch die Kohle. So, das kann man nicht scannen, ne? Wo war denn der Beutel? Das wurde nämlich resettet durch den letzten Patch. Dann müsste hier irgendwo die Kappe liegen. Da. Und ein paar Eisenbolzen. Da ist ja noch ein Eisenbolzen. Siehst du, da sind nämlich mehrere. So, und hier war doch immer noch ein Geldbeutel beim letzten Mal. Und ich bin blind. Können wir die Fackel rausholen? Gut, da war eh nur ein Goldstück drin, ne? Naja, gut. So, bevor wir jetzt hier in den Wald weitergehen, werde ich mal speichern. Nicht, dass uns hier die Wölfe überraschen. Ein Kacker. Wollen wir denn die Axt drauf zur Not? Nahkampf-Axt. Ich glaube, mit dem Pfeil und Bogen bin ich jetzt nicht so gerade der Profi. Da ist schon ein Wolf. Die werden wir mal umgehen. Wolf? Ne, ich höre wieder meine eigenen Schritte. So ein bisschen Schiss vor den Wölfen. Ich habe nämlich gehört, man kann hier leicht sterben. Und wenn wir sterben, ist unsere Dynastie gefährdet. Okay. Wolf frei sind's. Oder ich sollte wieder auf Speere gehen. Hä, wo ist denn er hin? Ist er drin? Moin! Pack mal die Axt weg, bevor er einen schlechten Eindruck kriegt. Moin, Sambor. Hallo, sei gegrüßt, Großjäger. Ich bin in Frieden gekommen. Was willst du? Genau auf den Punkt. Alles klar, erinnerst du dich an Alvin? Natürlich. Nun, mochtest du ihn? Was hast du vor? Schau, er ist ein guter Jäger, aber es hat ihm sehr wehgetan, als er gegen mich verloren hat. Warum erzählst du mir das? Warum sollte mich das interessieren? Allein in den Wäldern zu Hause muss auf lange Sicht ganz schön anstrengend sein, oder? Es kann sein. Tut mir leid, aber du wirst nicht jünger. Bräuchtest du nicht eine Art Lehrling? Ich wäre dir dankbar, wenn du mich jetzt nicht töten würdest. Dialoge sind echt gut. Ich weiß, was du versuchst. Ich bin nicht dumm. Die Wahrheit ist, dass ich etwas Hilfe gebrauchen könnte. Ich spüre es jeden Tag mehr und mehr. Es ist eine harte Arbeit. Das ist großartig. Ich werde es ihm sagen. Aber ich brauche keinen Schlappschwanz, der einfach aufgibt, wenn er versagt. Du kannst ihm doch eine Chance geben. Wenn er zu dir kommt, hat er eine Lektion gelernt. Gut. Aber er muss mir etwas Besonderes bringen. Ich möchte sehen, dass er für das, was ihn erwartet, bereit ist. Das wird er. Vielen Dank. Ich tue das nicht für dich. Und jetzt verschwinde. Das ist echt ein, ne? Lebt lang allein im Wald. Er hat schon richtig Bock auf mich, ne? Wir sind die besten Freunde. Tut mir leid, Wolf, du hast angefangen. Wer anderen in die Hoden beißt, muss mit dem Pfeil im Kopf rechnen.
Okay, wir speichern vielleicht nochmal schnell. Da ist ja noch einer. Also das Spiel. Will mich trollen. Ein bisschen Angst jetzt gerade. Wir rennen. Wer anderen in die Hoden beißt, ist böse meist. Oder mit der Axt hätte ich zuschlagen können, ne? Habe ich wieder zu schlecht geschaltet. Warte mal, wir haben noch ein bisschen Leben verloren. Wir haben doch hier noch ein bisschen Bussi-Bär-Pflaster aus Natur. So, jetzt schnell zurück zu Alvin, bevor der Tag schon wieder zu Ende ist. Manche sagen ja, die Tage sind zu kurz. Kann ich gar nicht bestätigen. Am Ende verliert man dann seine Quest, wenn man hier zu langsam ist und vor 21 Uhr haben sich ins Bett gelegt, ne? Wir haben alle noch kein YouTube geguckt in der Zeit. Die haben sind noch früh eingeschlafen von der harten Feldarbeit. So, Alvin. Was hat er gesagt, was Besonderes mitbringen? Ja, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Ah, langsam kriege ich richtig Ausdauer hier, mein morgendlicher Jog. Ich bin aber auch echt ein guter, oder? Gut, ich habe Alvin ganz schön verabgezogen da in diesem Wettbewerb. Ich meine, so eine gewisse Schuld trifft mich schon, dass der da wieder auf die Feldarbeit angewiesen ist. Armer Kerl, Alvin. So. So, habe ich jetzt eine Sichel und so weiter bekommen? Nee, wenn ich die Quest abschließe anscheinend. Alvins Geschichte Nummer 10. Schon wieder Tag rum, ne? Ich bin nur gerade erst von der Frau losgezogen, hab Fackeln verkauft. Gut, ich habe mich ein bisschen verquatscht hier im Wald. Mit euch zusammen. Das ist einfach schön hier in dem Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Und das hier nach ungefähr, wo sind wir jetzt, 30 Folgen oder sowas? Immer noch. Und es wird dann immer noch besser werden. Da sind auch noch Aufgaben. Wir müssen viel mehr Aufgaben machen wegen den Reputationspunkten. Alvin! Ibims! Alvin! Der guckt mich nicht an, ne? Hallo! In Ordnung, das reicht jetzt. Macht euch bereit. Wofür? Sambo braucht dich. Er ist schon alt und sucht nach jemandem, der in Zukunft seinen Platz einnehmen kann. Hat er dir das gesagt? Und vielleicht hat er nicht genau diese Worte verwendet, aber ich habe es sinngemäß wiedergegeben. Und was erwartet er von mir? Dass ich alles hinschmeiße und ein einsamer Jäger wie er werde? Die Beste in diesen Landen. Was, die Beste? Der Beste, okay. Ja, willst du das nicht? Sicher, ich wünsche, ich könnte es, aber ich habe es geliebt, aber es ist nicht so einfach. Sicher ist es das. Du bist ein erwachsener Mann. Es ist an der Zeit, dass du anfängst, so zu leben, wie du willst. Willst du damit sagen, wenn ich einfach zu Sambo gehe, macht er mich zu seinem Knecht? Nun, vielleicht nicht so einfach mit leeren Händen, aber du könntest einen Wisent oder so jagen. Und wo finde ich einen Wisent? Sambo war derjenige, der immer Tieren folgte. Hab keine Angst, mein Freund. Ich weiß genau, wo du welche finden kannst. Vielen Dank. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich nicht einmal mehr einen Bogen habe. Gut, dagegen kann ich etwas unternehmen. Ich bringe dir einen wirklich tollen Bogen mit. Aber versprich mir etwas. Was? Damit du aufhörst, an dir selbst zu zweifeln. Deal. Das ist doch kein Mittelalter-Slang, oder? Man hat doch bestimmt nicht früher Deal gesagt. Word, brother. Ich bin bald zurück. An Alvin einen Recurve-Bogen liefern. Ein Recurve-Bogen? Wo kriege ich denn einen Recurve-Bogen her? Ich habe hier zwei Langen. Wieso habe ich aber zwei Langenbögen? Das weiß niemand so genau. Wieso habe ich lang... Wo kriege ich jetzt einen Recurve-Bogen her? Kann ich sowas herstellen? Niemals, oder? Das müsst ihr beim Herstellen... In der Näherei ganz sicher nicht. Erworben. In der Taverne auch nicht. In der Schmiede. Auch eine Armbrust könnte ich herstellen.
Miete 3. Armbrust. Taverne. Jagdhütte. Bogen. Fischhütte. Langbogen, okay. Recurve-Bogen. 1500. Jagdhütte 2. Uff. Also davon abgesehen, dass mir die Punkte fehlen, Töten eines Tieres, Fallenjagd. Okay. Okay. Warum habe ich das zugesagt? Was sag ich denn für Sachen zu? Bin ich doof? Die müssen wir doch irgendwo kaufen können. Aber das schaffe ich jetzt um die Zeit nicht mehr, oder? Wir haben ja schon abends, da komme ich ja an, wenn ich jetzt irgendwo hinlaufe. Wo kann man denn Recurve-Bogen kaufen? Wieso habe ich in meinem eigenen Dorf irgendwelche Quests? Liefern Alvin ein Recurve-Bogen. In Lesnica, sagt die Regie. Wo ist denn Lesnica? Da drüben. Oh, da war ich ja noch gar nicht. Okay, pass auf. Dann laufen wir jetzt in unser Dorf zurück. Und da können wir anscheinend auch irgendwelche Quests annehmen in unserem Dorf. Wer ist denn hier oben? Hä, wer ist denn das hier oben? Wieso sehe ich denn auf einmal hier irgendwelche Bewohner? War das schon immer so? Okay. Und dann machen wir einen Ausflug nach Lesnica. Das ist relativ weit weg. Es ist ja gut. Ich muss einen Recurve... Wer hat gemeckert? Wer war das? Wer hat was gesagt? Wer hat... Einen Moment. So, nochmal. Wer hat was gesagt? Okay. Habt ihr recht. Na gut. Einen Recurve-Bogen müssen wir besorgen. Dann würde ich sagen, laufen wir jetzt ins Dorf zurück. Warte mal, wir haben hier noch eine Quest, die wir eventuell machen können. Wir brauchen die Reputationspunkte, damit wir in der Hauptquest weiterkommen. Das probiere ich jetzt mal. Ach, das ist auch jemand oben im Feld. Ich werde mal gucken. Wir haben ja keinen Jahreswechsel, von daher besteht ja keine Gefahr, dass wir irgendwie eine Quest machen, die dann auf jeden Fall direkt wieder abbricht. Haben wir noch zwei. Bist du das? Nein. Wer ist das? Du bist das. Kann ich dir bei etwas helfen, Rot? Was war denn das? Kann ich dir bei etwas helfen? Rotzalinda. Ich brauche die Hilfe eines starken Mannes. Ich werde dafür bezahlt. Starker Mann, kein Problem. Ich bin interessiert. Ich muss meine Familie ernähren, aber die Lebensmittel sind verschwunden. Ich habe Münzen, aber keine Zeit. Das sollte doch nicht so schwer sein. Ich bin gleich zurück. Okay, Münder zu füttern. Das ist eine neue Quest, eine Nebenquest. Wir sollen Beeren besorgen und Fleisch. Ja, geil, Beeren. Oh Gott. Kann das jemand hier handeln, die Beeren? Ich habe jetzt alle verkauft. Ich habe, glaube ich, auch keine im Lager. Ich meine, ich müsste mal gucken bei mir zu Hause, aber ich meine, dass ich keine mehr habe. Wo ist denn hier? Fleisch wäre jetzt nicht das Problem. Das habe ich ruckzuck besorgt. Hallo. Zeig mir mal deine Waren. Eine Pflaume. Das war's dann. Auf Wiedersehen. Okay, die muss ich zu Hause besorgen. Das muss ich zu Hause probieren. Es könnte mit viel Glück sein, dass wir noch Beeren im Lager haben. Aber wir sind jetzt im Herbst, da kriegen wir halt keine Beeren. Das ist das große Problem. Ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Und dann werden wir in unserem Dorf mal gucken, ob wir die Materialien kriegen. Dann geben wir die ab. Und wir werden nach einen Ausflug nach Lesnica machen. Da waren wir noch gar nicht in dem Spiel. Dann sehen wir auch mal neue Gegenden. Und gucken, ob wir da diesen Recurve-Bogen kaufen können. Ich meine, wir haben immerhin 2400 Gold. Das ist schon mal eine ordentliche Summe. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Bis zur nächsten Folge in Synapsia. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.